Shalom Bruchim Habaim, willkommen zu diesem Video, in dem wir über die Wurzel Chaf Nun Samech in Nif'al sprechen werden. In Nif'al hilft uns diese Wurzel folgendes Verb zu bilden, eintreten, hineingehen. Und dann verstehen wir auch solche Sätze wie diesen, Information und Richtlinien für die, die nach Israel einreisen. Und wir fangen jetzt auch an mit der Reihenfolge, die wir schon kennen, immer mit dem Infinitiv, klar, und der fängt ja auch immer mit der Wurzel an. Wie kommen wir im Nif'al von der Wurzel zum Infinitiv? Indem wir Le-Hi vor die Wurzel setzen. Das ist auch schon alles. Hier kommt unsere Wurzel und damit ist der Infinitiv Le-Hi-Kanes. Eintreten, hineingehen. Das ist ein Klassiker von den Regeln, die ich in meinem Buch ja aufliste. Wo ihr das Buch finden könnt, wisst ihr ja, Amazon. Ansonsten gibt es den Link nachher in der Videobeschreibung. Und wir machen weiter mit dem Präsens. So, nächste Herausforderung. Von der Wurzel zum Präsens der dritten Person, Maskulin Singular, der ewige Startpunkt. Da setzen wir einfach ein Nun vor die Wurzel. Hier kommt unsere Wurzel und damit ist das Präsens der dritten Person maskulin Singular Hu Nichnas. Er tritt ein. Und von Hu Nichnas können wir ja die anderen Personen ableiten. Also hier nochmal Hu Nichnas, Hi Nichneset, Hem Nichnasim, Hen Nichnasot. Und wie ich immer sage, am besten lernt man im Kontext. Man kann das natürlich runterrattern. Muss man auch können. Aber das Gehirn liebt ja den Kontext, die angewandte Sprache. Und wenn ihr jetzt sagt, ey Ruth, wo soll ich die denn herkriegen? Na, also Entschuldigung, dass ich euch daran erinnere, ja, aber ich tue es gerne, mache ich für euch. Jede Woche gibt es eine Lektion Sabre TV, wo wir genau sowas lernen und vor allen Dingen wiederholen, weil im Endeffekt sind es immer die gleichen Worte. Und dort lernen wir auch solche Worte wie Nichnasim und die Schüler, die bereits auf Sabre TV sind, die erkennen sofort in diesem Satz hier Nichnasim, Le Nichnasim, die, für die, die eintreten. Und weil sie das wissen, sie erkennen das Wort Nichnasim, wissen sie auch, wie man es ausspricht und brauchen auch keinen Nikut mehr für euch, die ihr nicht auf Sabre seid. Hier auch jetzt mal kurz die Nikut, Nichnasim. Und in diesem Zusammenhang, meine Süßen, lasst mich das bitte noch mal kurz sagen. Ich möchte wirklich, dass ihr ohne Nikut lesen könnt. Also das kommt alles zusammen, wenn man so ein Verb erkennt, wo man weiß, das ist nicht nur ein Verb, das ist auch ein Substantiv. Und wenn man es erkennt, weiß man auch, wie man es ausspricht, weil man sowieso die ganzen Regeln schon kennt und man hat es im Kontext gelernt. Das macht alles viel einfacher. Ich lasse euch auch in der Videobeschreibung den Kurslink zum Lesen ohne Nikut. Kommt zusammen im Kurs mit Schreiben, können wir leider nicht trennen. Aber wir machen jetzt weiter und zwar mit dem Perfekt. So, wieder die Ausgangssituation. Von der Wurzel wollen wir zum Perfekt der dritten Person, maskulin Singular. Und dieses Perfekt folgt dem Namen des Binyans. Also die Frage, wo sind wir gerade eigentlich? Wir sind in Nif'al und ihr müsst es auf Hebräisch schreiben. Hier komme ich wieder zurück zu diesem Kurs, Lesen und Schreiben, weil sonst seht ihr es nicht. Ihr seht den Code nicht, der da drin steckt. Was sehen wir denn? Wir sehen das Nun und die drei Wurzelbuchstaben. Und das ist bereits das Perfekt der dritten Person, maskulin Singular. Also, nochmal, Wurzel und jetzt zum Perfekt, indem wir ein Nun davor setzen. Sehr schön. Perfekt, ja. Also wenn einige von euch sich jetzt fragen, stopp, Ruth, das Ganze habe ich gerade vor 3 Minuten in Präsens gesehen. Sehr gut, hier hat jemand aufgepasst. Das stimmt. Genau das habe ich euch gerade im Präsens gezeigt. Was ist passiert? Nein, ich habe mich nicht vertan. Nur für die dritte Person, maskulin Singular, gilt in Nif'al, dass Präsens und Perfekt der gleichen Regel folgen.
Man versteht es aus dem Kontext. Ich liebe das Wort Kontext. Ja, okay, ich weiß. Also, zurück, Marsch, Marsch. Hier, Wurzel zum Perfekt. Einfach ein Nun vor die Wurzel und damit sind wir im Perfekt. Hier kommt unsere Wurzel und damit ist das Perfekt. Hu, nicht nass. Er trat ein. Vor 3 Minuten hieß es noch, er tritt ein. Ja, ist grammatikalisch das Gleiche. So, in diesem Fall aber, Hunichnas, nehmen wir, schreiben es in unser Schema für das Perfekt und füllen jetzt alle Personen aus. Und das lesen wir jetzt gemeinsam. Nichnasti, nichnasta, nichnast, nichnas, nichnasa, nichnasno, nichnastem, nichnasten. Nichnesu. Großartig. Ihr seid bereit für das Futur. Also, kurze Erinnerung, wir brauchen Prä- und Suffixe. Ja, ansonsten gibt es kein Futur. Gut. Also, hier kommen wir. Wurzel und jetzt Futur der dritten Person, maskulin Singular. Wie kommen wir dahin? Indem wir zwei Jut vor die Wurzel setzen. Wieso zwei? Ein Präfix ist immer nur einer. Stimmt auch. Was ist hier passiert? Also dieser hier, der rote, ist der Futurpräfix der dritten Person, maskulin, singular. Diese Person braucht immer das Jut vorneweg, wenn es ums Futur geht. Gut, aber was macht denn dieses Gelbe hier? Ja, das gelbe Jut ist Teil des Infinitivs von Lehi. Und das hat sich einfach im Futur beibehalten. Okay, das ist eine Nifal. Spezialität, beim Präfix an sich ändert sich nichts. So, also hier unsere Wurzel und damit kommen wir zu Hu Jikanes. Er wird eintreten. Hu Jikanes. Setzen wir in unser Schema ein, wir suchen uns die anderen Personen. Und jetzt muss ich eine kleine Verbesserung vornehmen, weil, wie ihr seht, bei Ani, hier fehlt das Jod. Also, dieses extra Jut, dieses Gelbe, ist für alle Personen außer der ersten. Okay? Diese Besonderheiten habe ich auch in meinem Buch aufgelistet. Dieses Buch hat nichts ausgelassen, was Benjamin angeht. Okay, hier sind wir und wir lesen das jetzt gemeinsam. Ekanes, Tikanes, Tikanzi, Jikanes, Tikanes, Nikanes, Tikanzu, Jikanzu. Großartig. Chavarim, wir sind beim letzten Kapitel angelangt. Imperativ. Wie die meisten von euch wissen, Imperativ, wir haben zwei Möglichkeiten. Einmal, wir benutzen das Futur, um den Imperativ auszudrücken. Man versteht das im Kontext. Hallo, Kontext. Zweitens, man benutzt den Imperativ. Klar, ist irgendwie logisch. Wir fangen mit dem ersten an. Mit dem Futur. Wie geht das? Also, hier nochmal das Futur, was wir soeben gebildet haben. Und jetzt suchen wir uns die Personen, an die wir einen Befehl schicken können. Also, du männlich, du weiblich und ihr als Gruppe. Ich kann also sagen, Tikanes, geh hinein. Das gleiche heißt auch, Atta Tikanes, du wirst hineingehen. Aber wenn ich nur sage, Tikanes, dann ist es eine Aufforderung. Gehe hinein zu einem Mann. Wenn ich aber den Imperativ benutzen möchte, also die Form des Imperativs, von der Wurzel zum Imperativ kommen wir, indem wir Hey, Jut davor setzen. Hier kommt unsere Wurzel und das ist der Imperativ. Hikanes, trete ein. Hikanes, sagen wir zu einem Mann, Hikanzi, zu einer Frau und Hikanzu zu einer Gruppe. So, meine Lieben, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Neshikot, Shalom!